Die historische Identität von Minervino di Lecce hallt in der Schönheit der alten Ortsmitte wider, die mit eleganten, aus dem typischen lokalen Baustein gebauten Gebäuden verziert ist. Die Kirche Heiligem Herzengel Michael gewidmet, verbindet die Schlichtheit der Bautradition des Landes von Otranto mit dem einwandfreien Geschick der salentinischen Bildhauer. Das Fensterrose beherrscht die Fassade der Kirche und zeigt geile Kerben, die mit Üppigkeit den gesamten Umkreis mit einem suggestiven Umfang mit Dekorationen von Akanthusblättern und Pflanzen verzieren. Andere Kerben sind auf dem Architrav des Seiteneingangs auf die Seite des Platzes Umberto Primo gestellt. An der Spitze ist die Statue des Schutzpatrons Heiligen Michaels gut sichtbar. Beeindruckend ist das Bauvorhaben der Apsis, die man in seinen mächtigen Formen reich an Hinweise auf einen Antiquitätengeschmack bewundern kann. Das Innere des Gebäudes hat ein einziges Kirchenschiff und auf den Seiten liegen die Altäre aus Stein, die vorsichtig von der Devotion und von der Volksgnade dekoriert sind. Auf dem Platz 4. November findet man die Kirche Heiligen Antonius aus Padua. Die Kirche ist an der Vorderseite nüchtern und schlicht. Die Geradheit ist von den Bögen des Klosters abgebrochen. Einst war die Kirche mit dem Kloster der Franziskanerbrüder verbunden. In deren Räume, die vor kurzem restauriert wurden, werden zahlreiche besonders prächtige Werte aufbewahrt. Wenn man in der Ortsmitte von Minervino spaziert, erfährt man die Geschichte des Orts. Der feierliche Herzogspalazzo der Venturi ragt hier hervor. Er wird nicht zufällig von den Bewohnern Neues Schloss genannt, wegen seiner Verteidigungsfunktion und denn es stellte die feudale Macht dar. Der Überfluss der Familie Venturi ist dem alten Adelssitzes von der Schlossstraße sichtbar. Von den alten und linearen Formen ragt das Portal mit Bossenwerk hervor, wo das Familienwappen steht. Wenn man diese wunderschönen Denkmäler bewundert, bemerkt man, wie und wie viel das kulturelle Erbe der Stadt gepflegt und valorisiert wurde. Die bebaute Landschaft von Minervino schenkt suggestive Gefühle und bezaubernde Szenerien.